So, zweite Folge Grid 2 Multiplayer. Ich bin total übermotiviert und deswegen fangen wir jetzt direkt an. Mal schauen, wie lange sich die Übermotivation hält. Interessanterweise habe ich seitdem nicht mehr gespielt. Das ist jetzt ein paar Tägchen her. Aber hey, mal schauen. Ja. Ja. Anscheinend kommen da ja schon direkt ein paar Leute. Ehrlich gesagt habe ich gerade einfach nur Bock, mit dem Mustang rumzuheizen, den wir in der letzten Folge extrem toll getunt haben. Und ich glaube, wir haben ihn ein wenig soundtechnisch verändert. Ich bin mir da gerade nicht mehr so wirklich sicher, aber er klingt jetzt auf jeden Fall nochmal viel geiler. Wobei es auch einfach sein kann, dass ich sich über das Mikrofon-Headset-Dings da... Ich weiß nicht, was ich reden soll. Dass sich halt über das Mikrofon anders anhört. Nein, über die Kopfhörer anders anhört als über meine Soundanlage. Die ist sehr basslastig. Ich frage mich gerade, warum wir hier nur zu dritt sind. Sollte da nicht noch einer kommen? Vielleicht? Ah. Vielleicht kommen die ja, während wir dann hier drinnen sind. Es können ja immer noch ein paar Leute kommen. Haben wir noch 10 Sekunden. Kommt wohl niemand mehr. Tut mir leid, wenn wir jetzt ein bisschen gestört werden durch Geräusche von Steam. Das lässt sich irgendwie nicht abschalten. Zumindest habe ich noch keinen Weg gefunden, das abzuschalten, außer über die Windows-Konsole und das will ich einfach nicht. Wir starten recht weit vorne. Ach so, Zweierrennen. Auch gut. Kann man unserem Mustang zeigen, was er kann. Alter, was ist denn das für ein Bruchfahrer? Läuft schon mal sehr gut. Muss ich jetzt einfach mal anmerken, im Tunnel, der Sound ist einfach nur hammergeil. Jetzt sollte ich lieber abbremsen. Ja, ich glaube, das war... eine weise Entscheidung. Das ist nicht so wirklich. Ah. Der Mercedes hängt mir schon wieder an meinem Heck. Das gefällt mir gar nicht. Und wir sollten dem eigentlich ganz locker davonziehen. Denn unser Auto ist getuned, seins nicht. Da kommt immer noch eine gemeine Kurve. Ich jetzt einfach mal ganz souverän mit Gas geben durchdrifte. Da haben wir auch schon mit recht viel Abstand gewonnen. Ja. Nicht ganz der schnellste, aber nah dran. Auch wenn ich einige Fehler gemacht habe, die ich im Nachhinein hätte locker vermeiden können. Ich frage mich allerdings gerade, wie das mit den Ausrufezeichen funktioniert, weil irgendwie habe ich jetzt ein grünes, davor war meins weiß. Vielleicht kann es mir jemand erklären. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich jede Frage mit jeden Satz mit einer Frage beende. Was auch immer. Ja, gab jetzt nicht so viel Geld. Ist aber in Ordnung. Ungefähr so viel wie das letzte, meine ich. Oder?
Dann haben wir da 8000 bekommen. Oder war das das? Egal. Irgendwann hatte ich schon mal so ein Event, was recht viel gab. Okutama, Tori Rush, Torch. Tok? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Was auch immer, dieser Zweikampfmodus da. Aber zum Glück habe ich den Aston Martin. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video zu machen, wie man den freischalten kann. Ich denke mal, das ist vielleicht für einige ganz interessant, weil das Ding ist einfach weit besser als der Honda. Jeder Scheiß ist besser als der Honda, ganz ehrlich. Und irgendwie habe ich gerade Bock, irgendein Auto zu tunen, aber ich darf nicht tunen, weil ich das Geld brauche, um mir den BMW E30 zu kaufen. Den will ich nämlich haben. Da ist ein Bruchfahrer jetzt. Sieht immer so aus, als würden wir gegen den fahren. Ich frage mich aber gerade ehrlich gesagt, was wir machen, wenn es hier so ein Zweispieler-Modus ist, also so gegeneinander, und wir haben eine ungerade Fahrerzahl. Das funktioniert doch dann gar nicht. Aber werden wir gleich sehen, was gemacht wird. Vielleicht wird ja einer gekickt oder so. Okay, wir fahren gegen einen KTM. Also nicht gegen diesen Bobby. Jack Green wieder. Den kennen wir ja auch schon. Der fährt wohl recht häufig dieses Spiel. Den haben wir wohl ganz ordentlich abgezogen. Würde ich mal behaupten. Wobei ich auch behaupten würde, dass sich das in den Kurven wieder ausgleicht. Weil ich dieses Auto nicht fahren kann. Also irgendwie so eine Mischung aus Grip und Drift. Das heißt irgendwie ausgeglichen das Auto. Ich finde aber, dass die ein Scheiß ausgeglichen sind. Ich frage mich gerade, ob der extra so langsam fährt. Weil irgendwie fährt er extrem langsam. Nee. Ich habe den doch gar nicht gerammt. Was will er denn? Was habe ich denn gerammt hab? Sowas. Naja gut, da kannst du jetzt aber nichts machen. Da hätte ich niemals ausweichen können. Race finished. Tier 3, oh gut. Warte mal, das hatten wir doch gerade. Ach so, ich bin schon wieder drin, vor den anderen. Sieht wohl aber aus, als würden wir Tier 2 fahren. Was mir aber ganz gut gefällt. Das sind wieder eine gerade Spieleranzahl. Wäre ganz schön, wenn noch ein paar Spieler damit dazukommen. Yas Marina Paddock Circuit. Hört sich irgendwie sehr nach normaler Rennstrecke an. Die werden wir dann mit dem Dodge fahren. Den Dodge mag ich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht. Ich kann den nicht einordnen, ob der jetzt gut ist oder ob der scheiße ist. Zumindest sind alle anderen Karren nicht gepimpt. Dadurch haben die schon mal keinen Vorteil. Denn ich finde, Tunen ist ein ganz ordentlicher Vorteil, wenn du am Anfang halt einfach besser wegkommst. Und im Zeitrennen hast du einfach einen mega großen Vorteil. Ich habe wohl schon 56.555
550. Und die sind G-Points ausgegeben. Warum die auch immer G-Points genannt haben. Ich muss da irgendwie immer an G-Punkt denken. Okay, das hätte ich jetzt lieber nicht gesagt. Naja. Und irgendwie so eine Scheiße halt. Irgendwie kann ich das nicht ernst nehmen, diese Währung. Wow. Das wäre schon ein bisschen von unserem Auto losgeworden. Eigentlich hat mir das Corner Cutting sogar geholfen. Ehrlich gesagt. Ansonsten wäre ich nämlich voll Kanne aus der Kurve rausgeflogen. Aber ich finde es irgendwie interessant, wie das anscheinend funktionieren soll, dieses System von dem Corner Cutting. Weil, als wir Splitscreen gefahren sind, mein Kumpel und ich, konnten wir wirklich mega weit übers Gras heizen. Hat niemanden interessiert. Man fährt im Multiplayer-Modus oder auch im normalen Splitscreen irgendwie 2 Meter über so ein bisschen Asphalt. Corner Cutting. Ja. Aber hallo, war das Corner Cutting. Frage ich mich halt irgendwie, was, wie das System funktionieren soll. Das habe ich noch nicht so richtig erkannt. Schon wieder aus der Kurve geflogen. Die Runde sieht für den Anfang gar nicht mal schlecht aus. Aber ich glaube, ich bin einfach zu langsam gefahren, vergleichsweise. Man kann eine Runde gut fahren und man kann halt eine Runde auch schnell und scheiße fahren, aber man ist trotzdem schneller als das Gute. Aber da bin ich Zweiter. Nur doch nicht so langsam gefahren, wie ich gedacht habe. Corner Cutting. Ich finde, im Moment mache ich mich eigentlich gar nicht so schlecht. Ach, ich bin schon wieder Vierter, was sag ich eigentlich? Ist schon wieder scheiße. Muss ich mich halt einfach ein bisschen verbessern, ein bisschen schneller fahren. Vielleicht die Kurven ein bisschen unsauberer nehmen, aber trotzdem gut. Ich sollte früher abbremsen in der Kurve. Weil die Bande zu rammen kostet einem extrem viel Zeit. Die Runde war schlechter als die davor. Ja, die ersten paar Kurven haben wir souverän genommen. Wir konnten uns auf jeden Fall ein ganzes Stückchen von unseren Mitfahren absetzen, was ich immer so als gutes Zeichen nehme, dass wir die Kurven gut genommen haben. Jetzt hoffe ich bloß, dass das so bleibt. Anscheinend haben die Kurven besser genommen. Ich bin gerade recht langsam irgendwie unterwegs. Alter, die haben mich gerade... Willst du mich verarschen? Ich bin Letzter. Scheiße. Sogar der Bobbin hat eine bessere Runde als ich. Was ist jetzt? Also das ist scheiße, wa? Es liegt an der letzten Kurve. Weil hätte ich die besser genommen, wäre ich schneller wieder rausgekommen. Ich denke mal, da hätte ich einige Zehntel gut machen können. Naja, lief halt nicht so. Das bedeutet, dass wir extrem wenig bekommen. Impact Rating. Es gibt nicht viel, weil ich überall dagegen gefahren bin und mein Auto eigentlich einen Totalschaden hatte im Endeffekt. Totalen Blechschaden. Bekommen wir wieder einen Millimeter. Yeah. Das
hat sich gelohnt. Hätten sie die Punkte auch bleiben lassen können. Gut, das Syre mag ich zwar die Strecken nicht so gut, aber Tier 1 gefällt mir. Da kann ich wieder meinen Dodge fahren. Meinen Dodge finde ich gut. Meinen Dodge finde ich gut, ja. Aber es könnten ein paar mehr Leute reinkommen. Na also. So. Ja. Sieht so aus, als wäre das ein Chaotenfahrer. Und noch einer, noch einer. Ja, sieht doch schon mal gut aus, die Lobbygröße. Nehmen wir wieder den Mustang. Ich hasse das, in so Mini-Lobbys zu fahren, weil wenn man dann auf einen Mittelplatz kommt, dann bekommt man extrem wenig. Wenn man auf diesen Tiers auf einen niedrigen Platz kommt oder auf einen mittleren, bekommt man schon mal deutlich mehr. Ich meine, 1500, das bekomme ich fast auf dem letzten Platz. Ich meine, ich war zwar der letzte Platz, aber wir waren halt nur 6. Dann weiß ich nicht, wie das gestaffelt ist. Da schreien sie anscheinend schon rum. Das können sie meinetwegen gerne machen. Dann wollen wir mal fahren. Côte d'Azur ist die Wand sehr gefährlich. Alter, was sollen denn die Aktionen? Das kann ich aber auch. Nee, weißt du, also so zu fahren, das geht mal gar nicht klar. Sind ja mal die hirnlosesten Bruchpiloten, die ich überall gesehen habe. Das ist ja nicht mehr lustig. Warte mal. Schaut mal, wer der Erste ist. Schaut mal, wer der Erste ist. Der Jay. Den kennen wir doch. Alter, wie fährt denn der? Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich will ja nicht behaupten, dass ich besser fahre, aber... Ja, okay, ich fahre auf jeden Fall besser als dieser Giulietta-Dings da. Aber ich fahre auf jeden Fall fairer. Ach, der Pete ist auch dabei. Ah, bin ich wohl in der Aufnahme, wa? Wunderbar. Sind wohl auch aufgenommen. Jo. War ich leider ein bisschen inkompetent. Ich hoffe mal, das wird auf jeden Fall besser. Demnächst. Oh. Immerhin weiß ich jetzt, wann sie aufnehmen. Interessant. Wir haben im Moment 2:30 mittags. Sieht man mal die Arbeitszeiten von ein paar Let's Playern. Immer um die Mittagszeit vor Mittagessen.
Naja.